Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 als Forstprojekt auf der Keyfolder zusammen mit dem Money im Roleplay. Hi Leute! Guten Tag, Günther! So. Komm, Money. So, Günther, wir müssen ein bisschen weitermachen. Ja. Weiter geht's. So, komm, was mal, denn? Money, das Ding hier würde ich ganz gerne verkaufen. Was hast du denn davon, du? Was? Ja, lass abholen. Lass abholen, brauchen wir nicht mehr, den Quatsch. Verkaufe ich so, ja, bring ich nicht dahin. Die sollen das abholen kommen. Na klar. Würde ich sagen, oder? Warte schon mal. Günther, ich würde mal hier ein paar Hackschnitzel nachfahren zum Pfeifer, dass wir gleich mal, dass wir ein bisschen mit dem Bell jetzt mal in Schwung kommen langsam. Oh, das ist ein Kugelköpf hier, ich glaube, das wird nicht. Warte mal, kann man den anhängen? Och, den kriegst du doch an, das glaube ich nicht. Das ist ein bisschen enge, naja. Machen wir schon. Hast du gehört, Günther? Ne, Entschuldigung, ich hatte einen Piepen geworden. Ich hab gesagt, ich fahr mal die Hackschnitzel mal. Oh, Scheiße. Mal auf zum Pfeifer, oder weil. Ja, gut. Ja, die wir in die Mulde gepackt haben, oder was, du? Ja, oder beziehungsweise, warte mal, die in der Mulde eigentlich nicht. Ich nehme mal. Ich gucke mal, ich fahr erst mal hier. Na, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie es wird. Ich glaube, ich fahre die mal hier in der Mulde auf. Das geht schneller. Jo. Und die anderen, die müssen wir halt wieder auskippen und in die Mulde. Oder fahren die auch noch mit auf. So, und jetzt ein bisschen Balotti hier. Ist die Baum, guck mal, da vorne ist noch ein Baumstamm, gell? Den hast du noch gar nicht weggefräst. Ein Baumstamm, du? Ah, stumpf. Jo, ja. So. Gib mir. Oh, der LKW ist ganz gut gelandet auch, Lisch, gell? Da kann man nichts sagen, ja, von Beneder, der. Ich weiß gar nicht, ob wir den nehmen dürfen, hä? Mal ein bisschen zum Zeug hier hin und her fahren. Ich denke, da hat er nichts dagegen, oder? Nö, denke ich nicht. Nehmen wir einfach, ist alles gut. So. Zack, die Böne. Oh, hier geht's ein bisschen berg runter. Uiuiuiui, da müssen wir ja rum. Oh, Manfred, du bist ein Killer. So. Oh, Scheiße. Achse gebrochen. Warum hängt da so schief drinne? Was nun, ne? Oder ist die Ladung verrutscht? Oh, Scheiße. Da hängt jetzt ein bisschen schief drinne, gell? Ich hab naja, vielleicht war der Mulde ein bisschen. Hat sie ein bisschen rumgedrückt beim Springen. Ich glaube, ich muss den mal sägen hier, sonst packt er den nicht. Denn, ja. So. Na, ich bin ja mal gespannt, ob der Pfeifer da ist jetzt. Wenn nicht, schau den das Zeug einfach rein ins Lager. Ja, hau mal ins Lager. Steht das ab, hau einen Zettel drauf. Ja, Manfred Günther, Hackschnitzel, Pressplatten machen. Zacki, zacki. Ja. Da weiß ich auch Bescheid, wovon. Mach mal so. Soll ich schon mal sagen, Manfred? Ja, warte hin. Sonntag, gell? Wir haben ja schon wieder mitten in der Woche, gell? Bergfest. Der Hälfte ist ja geschafft. Kennst du das Bergfest? Ja, sicher, Mittwoch. Na klar. Und Sonntag, gell? Ja. Sonntag, da gehen wir immer in die Badewanne. Badewanne? Ja, Sonntag. Wir gehen immer in der Woche, gehen wir mal gar nicht. Und in der und am Wochenende, da gehen wir mal in die Badewanne rein. Was machst du denn da? Na, mich sauber. Was machst du nur in der Badewanne, die Finger nachstecken oder was? Was soll ich noch Badewanne machen? Ich dachte, du machst versaute Sachen in der Badewanne. Mit mir selber? Mann, wir gehen durch duschen. Was, mit mir selber oder was? Ich weiß nicht, was du da machst. Ich wollte eigentlich nur erzählen, Günther, dass ich am Sonntag in die Badewanne gehe. Ja, gut. Ja, mehr nicht. Sonntag ist Badetag. Mann, kann doch nicht so schwer sein. So, ja, volle Lieferung für den Herrn Pfeifer. So. Zack. Da. Zack, da drin. Noch mehr Hackschnitzel. So. Boah, das ist ein Traum, Alter, ey. Ich sag dir. Der hat so viel Hackschnitzel jetzt. Ich glaube, da kann. Boah, wir müssen halt noch gucken, gell? Da kann immer noch eine Pressplatte hier oben auf Tasche schieben. Dann muss die Maschine freigemacht werden.
Ja, da müssen wir drauf achten, du. Am besten fahren wir irgendwie den unseren Gabelstapler dahin, oder? Oder nee, direkt unseren Palettenwagen. Ja, das würde ich auch sagen. So, ich komme in der LKW wieder runter. Willst du einen Palettenwagen hochfahren? Soll ich denn dann gleich hochfahren? Oder wie haben wir es denn gedacht? Herr Günther. Ja, ich tu noch eben hier den letzten Baumstamm in die in den Häcksler reinpacken, du, und dann hier oben steht auch noch der Sprit dann, gell, weil du vorhin ja rumgefletscht hast, du brauchst ein bisschen Diesel. Willst du mal tanken gehen und so. Jetzt hast du ja den T6, ne? Ne, hast du nicht. Ich hab einen LKW hier gerade vom Beneter, bin ich gerade unterwegs. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Aber der zutscht natürlich auch mal geschmeidig 140 Liter in der Stunde. Junge, da müsst ihr aber ein bisschen aufpassen. Alter, das Ding geht aber auch, ey, der ist doch offen, oder? Der riecht gar nicht ab bei 80, der macht über 100, Junge. Lecco mio, 110. Boah, ich war blöde. 111, oh, 112, 115. Sag mal, was ist denn hier los? 100, bist schon mal mit 120? Bist schon mal mit 120 noch schon weit gebaut? Ah, ich komme gerade vor mit Colin McRae. Ja, kennst du den? Ja, Colin McRae. Ah, doch, ja. Ja. Oder ja, Burns, ja, Burns, wie heißt der denn? Ja, nicht der von Simpsons, der andere, der auch so immer so schnell fährt. Der Richard Burns, Richard, ist der Richard? Oh, scheiße. Richard? Keine Ahnung, wie du meinst, du. Ach, Günther. Kennst du wieder nur einen Vettel, gell? Vettel, den kenn ich. Vettel, den kennst du wieder. Den kenn ich. Wen kennst du noch? Richard, Michael, Bernd, Richard, Michael Richard. Schumacher, du. Michael, der fährt nicht mehr. Oh ja, das ist schade. Der Richard Burns, ey, das war einer, der ist auch immer ziemlich schnell gefahren. Kennst du Rallye? Oder? Guckst du gar nicht, oder was? So Rallye interessiert dich gar nicht. So. Nee, interessiert mich nicht. Sport so allgemein interessiert mich nicht, du. Ach, nee, sieht man. Günther. Mit Sport hast du nicht viel am Hut. Nee. Ja, das macht er nicht. Ist was für Leute ohne Hobbys? Sport. Ja, sicher. Und was machen die Leute mit Hobby? Kneipe. Ja, war klar. So, na pass auf, Günther. Ich würde sagen, ey, weißt du, was auch geil wäre? Was denn? Wenn wir hier so ein Förderbandsystem aufbauen würden. Da gibt es ein ganz neues. Das ist auf den Markt gekommen. Ich muss mal gucken. Ich muss mich mal wünschen. Wie das da willst du die Paletten direkt hier runter zur Firma transportieren lassen, oder was? Die Paletten? Die Pressplatten, oder was hast du vor? Na klar, Günther. Na klar. Günther, genau das will ich machen lassen. Auf so kleinen Förderbändern kommt die Pressplatten genau hier in die Firma reingefahren. Genau. Ach so. Ja. Ja, da war ja was. Genau so hätte ich es mir gedacht. Okay. Ja. Nee, ich rede über die Hackschnitzelbunker immer noch. So, ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Da haben wir jetzt einen geilen Radlader, gell? Aber im Endeffekt. Sag mal, warum geht das nicht? Jetzt. Was? Was denn du wieder? Mach keine Scheiße. Hä? Mach keine Scheiße! So. Alles gut, du. Gut, das steht wieder. Was haben wir denn hier schon wieder produziert? 9000, das heißt, da haben wir noch eine Menge Luft. Ey, Alter! Was denn? Ach so, wir müssen mal hier das Dings hochfahren noch. Den Palettenwagen. Ja, wisst ihr halt auch nicht. Soll ich den auffahren? Ich hab keinen Bock, ey Junge, ich komm gerade von oben. Willst du den mal nicht nachfahren? Seht ihr das, Männers? Den Palettenwagen? Günther? Ja. Du warst schon wieder im Gang unten. Ja. Im Gang zum Bauer. Ist egal. Fährst du das Ding auf oder nicht? So, ein Ja oder Nein würde mir reichen. Ja, fahr, ich hab's doch vorhin schon gesagt. Na los, dann aufgib. Ja, ich wollte euch. Soll ich uns. Ja? Ja, erzähl. Soll ich uns schon mal ein paar Blaufichten niederschmeißen, weil da bin ich dabei auch 10 Blaufichten. Werden wir die Hackschnitzel schön durchrasseln und der andere Quatsch. Ja, mach mal. So. Sag mal, was soll ich jetzt nochmal hochfahren? Wo hochfahren? Sag mal, willst du mich verarschen? Hä? Oh, scheiße.
Günther, willst du mich verarschen? So bleibt das jetzt. Nee. Ach ja, den Palettenwagen, ne? Ja, weiß Bescheid. Meine Fresse, Alter! Ach scheiße, ja, fällt alles raus, das geht mir auf den Sack. Wieso liegen da schon wieder Hackschnitzel? Wo? Na hier drüben, beim Anhänger, hast du schon wieder daneben gekippt, oder? Ich? Nö, hast du gerade einen Anhänger deine Schaufel leer gemacht? Nö. Nö. Ich hab gesehen, dass du das warst. Ja, ich war das. Aber weißt du, was cool wäre, Mann? Nee. Wenn wir nur ein bisschen Geld hätten für ein Regal für unsere Schaufeln, damit man die so davon immer wegnehmen kann. Da drauflegen kann, gleich? Ja. Gibt's ja gar nicht so Unrecht. Sowas bräuchten wir. Da gibt's ja gar nicht so Unrecht. So. Lang. So, da geht es. Alter. So, dann fahren wir mal den Palettending da nach oben. Aber vorher gehe ich tanken, du. Geh mal tanken. Oben ist aber der Tank, gell? Ich weiß aber nicht. Ja, ist da denn was drin? Ja, das ist der Fahrer. Genau, das ist die Frage. Ich hab keine Ahnung. So, hoch die Scheiße. Zack, die Birne. Das ist mir aber jetzt ein bisschen zu riskant, du. Warum? Hast du wenig drin, ne? Ja, dann bleib ich nachher da oben liegen. Oh, der Hackschnitzler ist voll. Da passt nicht mehr rein. Wie? Ne, der ist voll. Randvoll, Junge. Das zeig ich mir doch, das kann ja gar nicht. Na hier, mit Material, was er hackschnitzeln soll. Die Bäume, da kommen gar nicht so schnell nach, wie wir hier eingestopft haben. Siehst du, die liegen so drin. Das macht aber nichts. 100.000, dann ist der voll. Ja. Nein, Mann. Doch, gucke doch, die Bäume liegen drin. Hier hinten ist doch. Naja, freilich. Glöpst es halt nicht. Glötzt aufs Display, Junge. Ja, ich seh's. Manni? Ja. Das ist super. Sag ich doch. So, pass auf, ich fahr mal hier. Was machen wir mit dem Anhänger hier, mit dem Hackschnitzel noch? Fahr da oben zu der Pressplatte, scheiße. So ein kleiner platzierbarer Bunker, das wäre auch mal geil. Wir haben aber auch gleich einen Bunker hier direkt am Lager, da beim Sägewerk. Das dürfen wir mitbenutzen, habe ich abgesprochen mit den Männern. Am Sägewerk? An welchem? Ja, warte. Ach, an dem hier unten? Wie, im Bunker? Was ist für ein Bunker? Hier ist ein Lager, du. Ach so? Kannst auch hier reinkippen, ne? Ja, das könnte man auch machen. Aber ich sag dir eins, da draußen, Alter, da ist nicht abgezäunt, da ist nicht beleuchtet, abends in der Nacht, da können jeder kommen, jeder. Und kann ja uns in die Hackschnitzel scheißen. Das ist richtig. Wisst ihr? Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hab, Günther. Ich weiß wirklich nicht, ob ich da Bock drauf hab. Gar keine Diskussion weiter, das lassen wir, du. Wir beholen uns ein eigenes Lager bei uns in der Firma. Stell dir vor, hast einen Kunde mit einem Hackschnitzeln, gell? Da kommt alles vollgeschissen. Haust du mir Schaufel drauf, auf dem Anhänger, ja, alles vollgeschissen. So, da haut die Dinger bei sich da immer rein, die ganze Bude stinkt nach Scheiße. Ich hab's eh satt, immer von anderen zu schnurren. Wir machen unser eigenes Imperium. Ja, oh, Günther. Oh, Entschuldigung, ich hab noch nicht. Oh. Eieiei, sag dir, ey. Ich hab doch das neue Smartphone, du. Da muss man eben gucken, was. Und das tust du während der Fahrt gucken, oder was? Ja, Entschuldigung. Meine Güte, ey. Wenn die Polizei dich sieht, es wird wieder teuer. Und du weißt, du hast schon einen Haufen Punkte. Ja. Immer dieses Alkohol am Steuer. Ich konnte fahren wieder eins, du. Alkohol am Steuer, du. Junge, hast du jetzt mal 2 Promille auf dem Fahrrad? Das ist dein Problem. Ja, das auch, ne? Du hast tausendmal gesagt, bei N6 ist Schluss mit Fahrradfahren. Nein, da könnt ihr Griech zum Fahrrad und fährt noch heim. Wenn er nicht mehr kann, Hauptsache Fahrradfahren. Die Hopfen-Smoothies waren lecker. Du weißt noch ganz genau, wo du zwei Schneidezähne ausgeschlagen hast, wo du auf die Stange geknallt bist, wo du lostreten wolltest. Ja. Und bist aber abgerutscht, weil die Kette weggesprungen ist. Aber dafür habe ich jetzt die 2 goldenen, das sieht doch viel schöner aus. Naja, schön ist jetzt so eine Sache, gell? So, Günther, na pass auf, ich stell hier oben mal unseren Holztrailer hin. Ja. Und zeig einfach mal ein paar Blaufischen raus, gell? Hier stehen ja aber schöne Exemplare, Alter. Mach das. Wirklich schöne Bäume. So.
Okay. So, da gucken wir uns nochmal an, ja. Der Förster hat ja gesagt, Blaufischen können wir alle umrasseln. Da hat er jetzt kein Problem. Alle. Genau. Wir sollen uns da ja ein paar aussuchen. Und er hat uns ja so noch ein paar mitmarkiert. Die können wir auch noch nehmen, wenn wir wollen. Aber da müssen wir erstmal gucken. Das müssen wir mal gucken, Alter. Aber das Ding, das muss natürlich genau fallen. Weil die ja so harzig sind, hält das Spray da ja nicht drauf, ne? Ne. Genau nein in die Schneise hier. Warte mal. Genau nein in die Schneise. Naja, das, ob ich das hinkriege, ich weiß nicht. So, pass auf. Oh, das Fass war voll. Gott sei Dank. Echt jetzt, hä? Ja. Na, gucke. Alter, ich könnte mich gerade selber ein bisschen befördern. Meine Fresse, ey. Manfred, Manfred, bist du ein geiler Holzfäller. Genau in die Schneise rein. Was hat, oh, da ist ein bisschen krumm. Dann wollen wir mal gucken, ob der geht. Was hat er gesagt? 10 Meter Stämme will er, gell? 10 Meter. Nee, 10, nee. 25, 10 Meter habe ich mir aufgeschrieben. Ja, dann doch. Ich dachte 25, 10 Meter. Aber okay, 25 Meter, 10 Mal. Zählt von 25 Meter, Junge. Was sollen die dran? Doch. Ach du Scheiße, oh. Alter. Da geht mein See gar nicht, oder was? Oje, oje, oje. Die erste Palette ist gleich fertig, du. Naja, die war fertig. Schon fertig. Echt? Machen wir den jetzt? Ne, ein paar Wochen gehen. Würde den einen würde ich noch ganz gerne umhören. Ja, aber der will nicht. Was ist denn los mit dem? Boah, Alter, das wird ein Schnitt des Lebens, Alter. Das ist meine Stielkettensäge sogar zu kurz. Die ist zu kurz? Ja, ja. Alter Schwede. Ein Apparello, der fällt gerade schon um. Warte mal. Ach, ist das schön. Was ist denn du wieder? Ich guck nochmal auf unser neues Schild, du. Ist was ich mach, den zersch mit der Seilwinde ein bisschen. So, komm her, mein Kleiner. Ist er das nicht? War er doch, oder? Schade. Denn? Hier, das ist er. Ah, hier ist er. So. So, wie läuft's denn hier? Ja, pass mal auf, geh ein bisschen weg, Manni. Das ist ein ganz großer. Da fällt. Fällt er schon? Okay. Nee, warte. Nee, nee, der steht noch gerade. Oh, ja, jetzt. Nee, zieh mal. Ja, er knickt um. Wow. Alter, guckst dir an. Genau nein in die Schneise. So wie ich es mir gedacht habe. So wie ich es mir gedacht habe. Mal direkt an den Ast, wo ich schon mal hier bin. Ist ein Träumchen, ey. Ist ein Träumchen. So, komm rein in den Bauwagen. Ja. Da geht der Ding nicht ab. Hammer's? Ja. Oh, oh. So, jetzt. So, warte. Oh, die Dürer ist ja immer fetter. Ich komm nicht mehr durch. Jetzt auch. So. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, like nicht vergessen. Schaut bei Manni vorbei. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Und genau, tschüss.